Schaut euch das an, schaut euch das an. Wow. Alles, alles ausgelebt. Das ist ja unglaublich. Woohoo. Ja, also die Schafe haben echt gut gearbeitet. Meine Güte. Meine Helden, alles kleine Auslaufmaschine. Unsere wirklich kleinen Helden, da unten sind sie. Wir müssen mal, ey, es ist unglaublich, was die geleistet haben. Ich muss mal nicht. Alles, alles gemacht. Ja. Unglaublich. Wunderbar, hier? Nein, ja. Hier waren sehr motiviert. Ja? Das ist unglaublich. Herr Fiske, was findest du dazu? Ist doch Hammer, Hammer. Also schön, wenn einem die Schafe so helfen. Und sie haben ja doch gleich noch etwas Futter, etwas Feines. Und für das werden sie natürlich belohnt. Zeige. Noch ein bisschen anrühren. Nur nicht zu viel, das wollen wir noch arbeiten. Ja, ja. Wir haben noch viel vor mit den Schafen. Viel vor. Nein, das ist doch genial. Schau doch das einmal an. Hey, das ist ja unglaublich. Genial. Und es sind die ganzen Rebstöcke, also die ganzen Rebreihen, nicht nur ein, zwei Stöcke, sondern wirklich jede Reihe sauber abgefressen. Ha! Wow, das ist bis ganz nach unten, das ist wirklich, ich bin echt begeistert, dass jedes Jahr wird es immer besser. Ich meine, das ist doch, hey, das ist, wenn ich das von Hand machen würde, jedes Blatt einzeln hier abzuziehen, dann hätte ich extrem lang, ich weiß auch gar nicht mehr wie lange, aber da wäre ich sicher mindestens ein bis zwei Tage hier in diesen, was sind das, 20 Jahren beschäftigt. Hey, das ist einfach. Also das hier ist Sauvignon Blanc, das ist ein sehr, dickes Blatt. Die fressen das nicht so gerne wie den Jira. Den Jira, den fressen sie viel lieber, man sieht es auch, da ist viel mehr abgefressen. Aber das ist, beide Sorten sind top. Das ist, das sind natürlich auch Triebe, die sind die rauslampen, die werden natürlich abgenagt, knallhart von unten bis vorne. Aber ihr seht, das macht ja nichts. Hier kommen schon wieder die nächsten Triebe. Also in der Natur wird nie alles komplett weggefressen. Das ist auch das Schöne. Blatt weg, aber es kommt dann wieder was nach. Schön, hä? So, hast du alle verpflegt? Ja, ja. Das können wir nachher starten. Ja. Oder? Was haben wir noch vor? Ja, eben. Weitermachen. Die Schafe dürfen noch weiter auslauben. Gut, also. Dann gehen wir mal los. Oh ja, apropos. Hey, wenn ihr euch das gefällt, was wir hier machen, so mit diesem natürlichen Auslauben, mit Schafen zusammenarbeiten, ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Gebt uns einen Daumen nach oben und oder schreibt auch unten in den Kommentar, wie das super das ist, oder ja, also für uns macht es Sinn, mit der Natur zu arbeiten. Ja. Ich meine, wir haben fixe Drähte, die man nur zack umspannen kann, und ja, es funktioniert. Ja. Ja, man muss einfach den Mut haben, etwas Neues zu probieren, und es hat geklappt. Ha! Gut! Also, los geht's! We'll be right back.
mache ich dazu. Jetzt mache ich eben mit unserem Schnellverbindersystem, kann ich einfach hier zack aufmachen und zack hier ein. Ups. Einhängen. Das sind beide, also sind ja immer zwei Öffnungen, die wir haben. Ist ja, das Schaf ist ein Fluchttier. Und wenn die Herde jetzt hier vorne wäre und hier zu wäre, dann findet das Schaf, kommt Panik über und findet den Anschluss nicht mehr. Darum ist immer Fluchtweg optimiert, unsere Durchgänge. Ach, das ist doch. Also schaut doch, das Ding. Wunderbar, wunderbar. Das ist ja, das ist besser als jede Auslaufmaschine. Genauer und Einzelblatt ausgepickt. Fasziniert. Ich bin schon überwältigt, wie gut das funktioniert. Und ja, wir machen da. Wir haben noch viel vor, wir machen das noch. Wir optimieren unsere Anlage alles. Ja, das sage ich euch. Das ist. Ich meine, wie frech ist das denn? Da muss man ja. Ich muss ja gar nichts mehr arbeiten. Ich muss ja nur noch zuschauen und Apero trinken oder so. So, jetzt ist eng zugemacht. Also die Schafe sind jetzt hier im Bufferweide. Rebberg ist abgehängt und jetzt hängen wir noch diesen Rebberg hier unten an. Jetzt haben sie was zu tun. Jetzt geht's. Ja. Motiviert, motiviert. Da ist wieder jemand motiviert. Priska, bist du auch motiviert? Bist du auch motiviert? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Schafe auch. Okay. Jetzt können wir beginnen, oder? Ja, wir starten. Nur nicht mehr zu viel füttern, sonst. Ja, jetzt eben, genau. Fressen sie keine Blätter mehr. Gut. Hast du geschlossen? Ja, alles zugemacht. So, also, hier kommen sie rein, unsere Schafe. Man sieht, da ist noch gar nichts gemacht. Also die Blätter sind noch alle um die Trauben. Und ja, jetzt können sie loslegen, noch schnell den Haken spannen und dann geht's los und sie dürfen endlich rein. Ja, und ey, ich habe extra das Gras nicht geschnitten, das fressen sie auch ab. Also genügend Futter, alles genügend da, alles da. Die machen alles für uns und wir machen gar nichts mehr. Wir haben Pause. Also da müssen wir noch ein bisschen üben, um die Zäune gut zu versorgen, damit man sie ohne Knöpfe und überhaupt wieder aufbringt. Das ist bei uns noch ein bisschen ein Thema. Falls ihr einen Tipp, einen Ratschlag habt, wie man das am besten zusammen machen kann, ja, bitte schreibt es in die Kommentare. Sieht gut aus. Hey, diese Erde, der Boden ist ja steinhart. Oh. Das nächste Mal nehmen wir eine Lochdings mit, Lochfräse. Fallramme. Ja, Fallramme. Lochbohrer für die Kleinen. So, also wunderbar. Also jetzt Haken gemacht. Jetzt kommt das Highlight. Rebeck bereit. Gut. Schaffe rein. Ja, ja. Die Schafe sind schon am
blären, die wissen genau, dass sie in das nächste Gehege dürfen. Und ich denke, sie sind schon ganz nervös. Ist schon süß, so zuzuschauen. Es macht uns Freude, ihnen Freude. Da ist allen gedient damit. Andi ist ganz vorsichtig mit dem Hag. Wir haben den Strom nicht ausgeschaltet. Bin ich sicher. Aber ich denke, es kommt gut und sonst hören wir es. Alles kommt gut. Ja, nichts riskieren. Ja, nichts riskieren. Ah! So, jetzt geöffnet, hä? Ja, also. Wunderbar. Dann kannst du mal rufen. Kommt! Kommt! Ab, ab, ab! Kommt! Ja, mehr! Kommt! Sehr gut. Hey. Du bist schon wieder oben da. Geht schon los. Es geht schon los, kaum drin. Und man hört immer, dass dann das Blatt abgezupft wird. Ja. Das hört man immer echt gut. Ein schönes Geräusch. Sensationell. Hey, ja, das ist da haben Sie wieder ein bisschen Arbeit. Sensationell. Für uns mega. Eine Arbeit von halbe Stunde mit Filmen, eine Stunde. Ja. Und hey, das funktioniert echt gut. Und die sind jetzt eine Woche drin. Und dann noch eine. Und dann mal schauen, wo sie noch weiter. Zeigen wir euch den Stand der Reben. Und ich bin gespannt. Jetzt, auch die, jetzt ist die Fläche größer mit den Reben, da sie jetzt drin sind. Und es nimmt mich wunder, ob sie auch wie drüben so schön gleichmäßig auslaugen. Bin ich gespannt. Aber das zeigen wir euch dann. Ja, also die andere Fläche da vorne war halb so gross wie hier, also ja. 22 Ahren. Und das hier ist das doppelte, 44 Ahren. Also, und letztes war eine Woche in kleiner Fläche und jetzt zwei Wochen hier in der grossen Fläche. Und bin gespannt, wie das geht. Aber Sie genießen es schon. Also, hey, ich bin so happy und motiviert und ich zeige euch noch ein bisschen von den schönen Auslaubbildern. Das ist so genial. Ich habe nichts gemacht. Mhm. Keine einzige Stunde ein Blatt abgerissen. Das ist genial. Und wenn man so mit der Natur zusammenarbeiten kann. Perfekt. Geilo, hä? Ja. Also, wir zeigen euch in den laufenden Vlogs zwischendurch mal, wie das aussieht. Und ja, gebt uns einen Daumen nach oben, unbedingt abonnieren nicht vergessen und weiter erzählen. Danke vielmals fürs Zuschauen. Macht es gut, danke. Tschüss. Just as bad.